Hallo und herzlich willkommen zum neuen Part von Let's Play Together Pokémon Saphir mit mir, Semni. Und ich sehe, Cliff fordert mich gerade auf einen Ball zu werfen, allerdings sehe ich das erstmal nicht ein. Ich guck mal nach. Oh, schon mal schöne Sache. Er hat mein letztes Team-Pokémon gefunden und schon mal vorgeschwächt. Aber ich glaube, wir gehen mal auf Nummer sicher. Los, Elaine. Gut, und jetzt haben wir nämlich noch die Möglichkeit, es zu paralysieren, was uns ja durchaus helfen dürfte. Und wir gehen nicht an. Hoffen wir mal, dass es auch wirklich nicht angreift. Und los, Hyperball. Nee, heute nicht. Und nochmal. Na komm schon, klar. Ach, was soll das denn? Komm schon. Ich will doch hier jetzt nicht 3 Minuten drauf verschwenden, dich zu fangen. Das wäre ja... Ja, und da haben wir Absol auch gefangen. Finde ich schon mal sehr schön. Absol kann bevorstehende Naturkatastrophen voraus sein. Es lebt auf einem kargen, zerklüfteten Berg. Dieses Pokémon wagt sich nur sehr selten ins Tal herunter. Und trotzdem haben wir es. Da wird noch einem gegeben, aber es gibt doch mehr. Auf jeden Fall haben wir eins davon gefangen. Und ja, es bekommt ein Spitznamen. Ich bin auch froh, dass es männlich ist. Das wird mein Kumpel... Kudu! So wie eine schwarze Taube machen würde. Stell dich einfach mal vor, jetzt eine schwarze Taube, wie klingt das Geräusch? Richtig. Kudu! Gut. Und dann werde ich gleich mal kurz nachgucken, wo genau wir gerade sind. Ich habe so eine Vermutung. Genau. Ich nehme mal nicht an, dass er sich den Orden schon geholt hat. Dafür werde ich jetzt auch das knapp bemessen. Nein, genau. Ah, okay. Auf diesen Schirm trage? Das verrate ich dir, wenn du mich besiegen kannst. Schirmdame Garda. Dabei sieht sie noch so jung aus. Und ich spreche von, Rodini-Nick. Oh. Ich hätte vielleicht die Stellung der Pokémon nochmal beachten sollen. Na los. Das gab mal ordentlich. Ja, ich möchte weg. Wer hatte da Level 40? Du hast zu viel Zeit, Junge. Ganz eindeutig viel zu viel Zeit. Feuerball. Ich finde das Design von Reimer einfach mal saugeil, hab ich schon mal erwähnt. Dieser kleine fette Ball einfach mit einem Grinsen reingehauen und zwei Waschlappen dran geheftet. Mir ist das doch gar nicht. Aber es ist genial, muss man mal zugeben. Schade, fast ein Level. Ein Schirm kann nicht von den Attacken der Pokémon schützen. Na, wenn du ihn trägst, schon mal gar nicht, ja, dann kann er deinen Pokémon auch nichts bringen. Und Baumhausen City. Einmal die bestdesignteste Stadt in ganz Pokémon. Ich finde das genial mit den, die Pokémon, die bewegen sich sogar. Und wenn man denkt, wie alt das Spiel ist, ist das total geil. Und da ist das Pokémon Center. So. Heilen wir die ganzen erst nochmal. Das werde ich tun. Und da werden wir jetzt gleich mal Kudu ins Team holen und Hawk dafür rausholen. Die beiden kennen sich. Ich glaube, das würde jetzt eine sehr lustige Situation ergeben, wenn ich am Raum sitzen würde mit diesem Platz.
Gut. Ich werde Kudu noch ein paar Level trainieren. Deswegen mache ich erstmal einen kurzen Cut an dieser Stelle. Und gut Leute, mit ein bisschen meine ich auch tatsächlich nur ein bisschen. Ich habe jetzt auf Level 30 angerufen und ihm den Seidenschal gegeben, damit die normale Attacken, die sehr groß nicht leider nur beherrscht, auch noch ein bisschen geboostet werden. Und ich werde jetzt einfach mal kurz mich an der Arena versuchen. Ich werde einfach mal gucken, wie stark die Trainer sind und wenn nicht, dann vielleicht doch nochmal etwas trainieren. Wenn ich mich jetzt auf Anhieb hinfinde in der Stadt. Also. Das muss passt, wo ist der Weg? Ah, da ist ein bisschen was für ein Fallwerk oder so. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. So. Oh, das ist ein Pokédex. Das war gut. Das war ja super. Das ist immer nicht. Na toll! Ich war denn das war gut trainiert. Das ist bestimmt stärker als die Arena-Leiterin in diesem Mod. Genau zu der will ich aber. Menschen, Pokémon, ich bin in der Natur geweckt. Lass diese alte Frau mal sehen, ob deine versteckten Kräfte erwacht sind. Ich halte eine Münze in der Hand. Du, in welcher Hand haltest du? In der linken oder rechten? Links. Oh, ich hab falsch gemacht. Nach, lass mich doch am Arsch. Verzeihung, dass ich so schnell und leise rede. Ich weiß, das wird dadurch nicht unmöglich. Hi, da gibt es das Pokémon zuvor. Ich möchte ein Pikachu haben. Hast du eins? Nein. Was ist denn da mit anderen Menschen teilt? Oh, heute sind wir auch wieder unglaublich tiefgründig. Los, Vogel-Pokémon, du kannst doch was sagen, Google. Wenn wir Pokémon zusammen sind, finden die Menschen schneller Freunde und so rücken die Menschen weltweit mehr zusammen. Wunderbar, nicht? Ja, nicht. Willkommen. Kaufen, ach so, das waren die Deppen. Genau. Und die Lebensklasse, manchmal kommen Kegel-Pokémon durch die Fenster rein. Das kann ein ganz schön erscheinen. Also ein fettes Bibor, was das mal gut hat, als so ungefähr so groß wie du selbst. Und wenn sie nach der Natur angehen, um zu überleben. Überhaupt kein Grund, die Natur und den Willen zu formen. Wollen wir doch mal und zu diesem Platz. Ich glaube, es ist der beste Platz, um mit seinen Pokémon zusammenzuleben. Ihr habt kein Bett. Ihr habt gar nichts. Ihr habt einen kleinen Schrank in eurem Zimmer. Und keine Treppe, die auch woanders hinführt. Die Lebensqualität in Häusern bei Pokémon ist auch ziemlich gering, kann das sein. Gut, werde ich jetzt einfach mal auf der Route weiterschauen, die hier folgt. Da braucht ich glaube ich ein Item. Und Doppelkampf, den haben wir dann zweite Stelle. Moment, die haben einen Magnetilo. Da schaffe ich, ich erinnere mich an dich. Ich werde den ganzen Kampf mit der Kamera aufnehmen. Ich kann nämlich nichts anderes. Ich bin Praktikant bei Pia. Magneten und Kakelo. Oh, Level 30. Groß Schwertanz und Tempo-Jochometer. Genau. Your Fest. Fast. Hoffen wir mal, dass wir jetzt nicht zu sehr von den beiden... Nein, das schon... Nein, das kriegen wir schon nicht aushauen. Beide setzen Superschein, bei beiden geht es daneben. Was ist denn heute los hier? Gut. Und... eine Gefahr beseitigt. Und noch drei auf Angriff dazu. Das ist nicht effektiv. Yay! Und das wäre erledigt. Leider braucht Klingensturm eine Runde zum Aufladen. Ich finde Klingensturm an und für sich ziemlich geil. Vor allem, weil es irgendwie zur Abwehr gehört. Aber man vergisst es trotzdem. Ja, alles im Kasten.
Der Kampf ist doch spannend. Oh, das war was. Also zum letzten Kampf bist du stärker geworden. Viel stärker. Der Gefühl, du wurdest ein heißer Trainer werden, hat uns recht gegeben. Was meinst du, dürfen wir dich noch einmal interviewen? Wie beim letzten Mal, obwohl du genau den gleichen Dialog hast. Nein, und wir haben dich auch noch nicht interviewt. Ich bin schwer im Auge behalten. Hilfe, ich werde von zwei Verrückten verfolgt. Und ein weiteres Abzeug, ein weibliches. Töte deinen Artgenossen. Und das wird's auch schon. Absolut mit einer Kampfattacke wäre, glaube ich, ganz schön geil bei dem Angriff, oder? Gut. Und Pokémon ist stark. Wie sieht's mit deinem aus? Ich habe mehrere. Welches meinst du? Die sind... Oh, doch. Fridtjof. Was zur Hölle ist das denn? Was für ein Name ist bitte Fridtjof? Das klingt ja steinalt. Und dein Angriff geht daneben. Oh. Hat der Wappen so eine hohe Verteidigung? Ich meine, es ist eine kleine fette Kugel mit Wolken. Oder es war einfach nur so schwach. Deine Pokémon sind stärker. Echt jetzt? Ich glaube, hier auf der Brücke kommt mir auch gleich was entgegen. Deswegen werde ich Absol noch mal kurz was zu trinken geben. Und auf die Brücke gehen. Toy! Ha! Dog! Hi! Es ist lange her. Hier ist etwas, das du nicht sehen kannst, richtig? Also wenn ich dieses Gerät bei einem Monster nutzen würde, nein. Statt es zu beschreiben, zeige ich es dir, Liebe. Das macht mehr Spaß. Doch, sind deine Pokémon bereit für einen Kampf? Zeig deine wahre Stärke als Trainer. Das ist Devin Skull. Nein! Wie hieß das? Kecleon? Ja, Kecleon, oder? Kecleon ist eigentlich ganz cool. Schwarzer Eis. Oh mein Gott, ein Unlicht-Attacker, ein Unlicht-Pokémon, was soll ich dagegen denn tun? Richtig, überleben. Und... Haha, das sah doch schon mal ordentlich aus. Wie stark es ist. Oh, jetzt wurde es ein Unlicht-Typ. Das war die Fähigkeit mit Gegnern, stimmt. Die ist an und für sich relativ genial, es sei denn natürlich gegen solche Pokémon, die auch gegen ihre eigenen Schwäche angreifen können, dann ist es natürlich absolutes, absolute Gegenteil davon genial. Und Doppelteam. Nee, da bleibe ich lieber bei Angriffen. Und Schwertanz darf man bei Absol gar nicht verlangen. Rapid Spirit. Dein Kampfstil ist wirklich bemerkenswert. Deine Pokémon sind offensichtlich sehr gewachsen, seit wir uns das letzte Mal im Pausen hart mitgeworfen haben. Ich möchte dir dieses Devin Skull geben. Ich weiß, es gibt bestimmt noch andere verborgene Pokémon. Wie recht du hast. Ich liebe es, Trainer Pokémon zu sehen, die fast zusammenhalten. Ich finde, du machst das großartig. Wir machen es gut, wir sehen uns. Und da ist er weggeflogen. Ich werde Cliff jetzt einfach beim nächsten Kickern rauslassen. Und schaffe ich das noch? Ich hoffe ja. Los, komm schon. Na los. Oder ich lasse ihn vor den nächsten Kickern raus. Also dann, macht's gut, Leute!